Hallöchen, meine lieben Gaming-Freunde und SpongeBob-Fans. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid. Es geht weiter. Wir spielen SpongeBob, SchwammKopf, Schlacht und Bikini Bottom. Hurra! Ja, so schaut's aus. Und wir stehen jetzt hier. Ja. Hör auf, rumzuzappeln. Wir stehen jetzt hier vorm Roboter-Hauptquartier, also vorm Abfalleimer. Und gehen jetzt da rein und erledigen die letzte Mission. Ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Jetzt müsste SpongeBob wirklich es sagen. Ich bin bereit. Aber das macht er nicht. Macht nichts. Oh, die Gäste, ja. Die Tiki-Gäste, die sehr schnell in die Luft gehen. Wortwörtlich. Kuss auf die Nuss, die Bestellung kommt gleich. Was? Gleich? Ja. Ja, und solche Kunden gibt's wirklich. Ach ja. Zack. Blitzmeldung. Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die Bikini Bottom verwüsten, aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau wo du gerade bist. Plankton, Eigentümer des Abfalleimers, bestens bekannt als Erschaffer von Robotern, die nur auf Zerstörung aus sind, weist jegliche Beteiligung scharf zurück. Und danach eure Kinder. Und eure Kindeskinder. Oh Mann, der wieder droht schon jetzt, ne? Heftig. Dies war eine Blitzmeldung aus Bikini Bottom. Bums. Sie servieren Essen, aber sie servieren keine Liebe. So schaut's aus. Und sie servieren Müll. Alles nur Müll. Da habe ich schon mal vorgelesen. Müllburger, Müllpommes, Müllshake, Müll am Stiel. Neuheit ist Müllsteak, Müllchili und Müllkuchen. Als Dessert. Ja, wunderbar. Tada, die Küche. Ja, drücke R1, um Planktons Labor zu betreten. Los geht's. Seht euch mal den an, den großen quadratischen Kopf und diese komische Hose, das hässlichste, was ich je gesehen habe. Moment mal, dieses hässliche Ding sieht aus wie ich. Ich wusste schon immer, dass SpongeBob mein Tod sein würde. Springende Geleebohnen. Ein Robo-SpongeBob. Irgendetwas ist komisch hier. Und ich meine nicht dich. Irgendetwas anderes. Plankton, du steckst hinter all dem nicht. Ja, ja, ich war es die ganze Zeit. Schaut her, mein Duplikatotron. Ich habe den Namen schützen lassen. Damit kann ich von jedem eine Roboterkopie anfertigen. Ich war dabei, eine Armee aus Robotern zu erschaffen, die all meine Befehle ausführen. Aber sie laufen Amok. Ich habe vergessen, den Gehorche-Plankton-Schalter umzulegen. Aber da Papa wieder zu Hause ist, werde ich es nachholen. Was ist denn jetzt los? Es sollte eigentlich funktionieren. Es funktioniert. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte nie eine Kopie von mir machen sollen. Aber ich bin so süß. Du hast meine Pläne zum letzten Mal durchkreuzt. Darf ich dir SpongeBob vorstellen? Hallo, wie geht's? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy. Genug. Beleide dich auf deinen Tod vor. Willkommen zum Hauptkampf. Es wird ein Kampf, der uns für Jahrhunderte in Erinnerung bleiben wird. Für Jahrtausende wahrscheinlich. Und Rakete los und Bubbel treffen hier das Lämpchen. Opa. Ja. Wird SpongeBob die Chance für einen Angriff nutzen? Aber natürlich, natürlich. Hopp. Oh, ja, die Nosen haben wir getroffen. Sehr schön. Ah, da schwächelt er schon. Hey, weg mit dir. Ja.
Alles klar. Versuch's ruhig weiter. Ab. Ja, ist doch jetzt gut. Okay, das geht nicht. Nö. Oh, das geht jetzt nicht. Muss ich irgendwas anderes machen, oder was? Boah, wie er da ballert. Oh. Okay, nochmal. Nee. Okay, dann gehe ich einfach runter. Sammle erstmal ein paar sexy Höschen ein. So. Wieder zurück. SpongeBob ist wieder bereit zum Kämpfen. SpongeBob an Mission Control. Der nervt hier. Boah, nicht schon wieder. Oder sollte ich sagen, die Fischheit. Warte mal. So, hier, weg mit dir. Ach so, okay. Oh, ja. Ja, toll. Ich wollte die ganzen Lämpchen kaputt machen. Wow. Ja. Aber man muss ihn auch erstmal treffen, damit es weitergeht. Oh, Karate, ja. Und weiter geht's. Lämpchen. Ja, da hat er gezappelt wie so ein verrückter Roboschwamm. So. Sag hallo zu meiner kleinen Seifenblase. Zack. Oh, der Roboter ist am Boden. Mensch, ey, wie dein Kopf wackelt. So wird SpongeBob bestimmt nicht gewinnen. Wieder nach oben. Geschafft! SpongeBob ist wieder bereit zum Kämpfen. Und weiter. Der Roboter sollte seine Taktik ändern. Hey, was ist das denn? Ja, nicht mit mir sowas, Freundchen. Oh. So wird SpongeBob bestimmt nicht gewinnen. Pass bloß auf, du, sonst hau ich dir deine zwei Zähnchen weg. Dann lachst du nicht mehr. Okay. Kerl ist schon wieder auf die Karate. Ja, das wird wohl nicht viel bringen. Ah, Lämpchen weg. So. Noch zwei Lämpchen, glaube ich. Oh, hübsch. Ups. Hopp. Okay, komm, dreh dich zu mir, mein Hübscher. So, und Rakete los direkt an die Schläfe. Oh, da wackelt wieder sein Kopf. Aber er freut sich immer noch. Boah, sein Grinsen vergeht ihm gleich. So, und okay, jupsa, hoppa, haha, daneben, hupsa, jup. Ach, nee, okay. Ach, da auch noch, an der Backe, an der Seite, so. Haben wir. Okay, da ist wieder Plankton, Roboplankton. Warte, du. Ha, getroffen, nee. Ja. Super! Da verzieht er sich wieder. Jetzt nur noch die Hand. Ja gut. Der lernt nichts Neues mehr. So. Gut. Und daneben. So, jetzt auf die
Watsche, komm, mit dem kantigen Popo. Oh, das tut weh. Oh, da zappelt er und da fällt er. Oh, was? Oh, nee, jetzt wird er erst richtig stinkig. Oh, jetzt geht's rund. Oh, doch. Ihr Teufel zerstört meine wunderschöne Braut. Wir wollten nächste Woche heiraten. Sagt er heiraten? Ich werde dich reparieren, Baby. Oh, ich schrumpfe. Nein, Patrick. Ich glaube, der Roboter wird größer. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann muss ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine, in den Kopf meiner Roboterkopie, der wie mein Kopf aussieht, nur größer und metallischer. Wirst du endlich gehen? Ich komme, Roboplankton. Das wird zu seltsam für mich. Ja, der geht einfach. Geh nach Hause, ist besser so. Wird SpongeBob das riesige Robotergehirn neutralisieren können? Oder wird SpongeBob besiegt und gedemütigt nach Hause gehen? Bleiben Sie dran! Ja, genau, meine lieben SpongeBob-Fans, bleiben Sie dran. Und ich bin mir sicher, SpongeBob wird siegen. Er wird das Riesenroboterhirn zerstören. Okay. Konzentration bitte. Nochmal, das ist nie passiert. So sieht's aus. Einmal lockern, einmal Ründchen machen. Guck mal, wie die Augen uns verfolgen. Aber egal, wir sind fokussiert. Also, lasst uns Action machen und das Riesending ein für alle Mal besiegen. Los. Hui. So. Hallo. Vorsicht. Weg, du. So Schinkenkeule, du. Algengrütze. Hinfort mit dir. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder, der kleine Teufelino. Nimm das. Nochmal. Ja gut, das Ausweichen ist hier kein Problem. Wir haben genug Platz. Rams. Ja, jetzt verzieht er sich wieder. So ist richtig. Weg mit dir. Du störst uns. So. Darüber. Hier, ja, ne? Ja. Okay. Seid bereit? Seid ihr wirklich bereit? Guck nicht so. Okay. Wie es da tröpfelt. Die Soße, da läuft. Und schups, läuft alles raus. Was ist das denn? Eine weitere Chance für SpongeBob. Was ist das? Eine Kerze oder was? Eine Sicherung. Hui. Okay, weiter geht's. Hat die Sicherung getroffen. Hui. Nächste Plattform hier. Raketchen zurück. Nimm das, du Teufel. Duplikatortron erledigt. Und du mit dem kantigen Popo drauf. Bis die Sträubchen fliegen. Okay, ein Duell. Rakete gegen Rakete. Nimm das. Meine schmeckt besser. Rums. Hallo, komm. Ach Mann, bleib doch mal stehen, du Teufel, du. Du kannst uns nix. Hinfort mit dir, du störst uns. Oh Mann, bleib doch mal stehen. Das wäre nett. Aber das macht er nicht. Jetzt. Oh, wieder vorbei. Okay. Schön fokussiert bleiben. Wir haben genug Zeit. Nicht hetzen. Sag Hallo zu meiner so. Kleinen Seifenblase. Ah, Mann. Ein bisschen höher. Ticken. Ja gut, er ist nicht besser, ne? So. Ach, geht los. Bam. Vorne in die Mitte. Hat er wieder Schräubchen verloren. So, rüber.
5. Rakete. Aha. Hoppa. Und rüber. Oh, da ist wieder so eine Sicherung. Nun scheint SpongeBobs Chance gekommen zu sein. So, da geht los. Oh. Oh nee, nicht getroffen nochmal. Dreht sich. Nee, das geht gar nicht. Versuchen wir mal, warte mal. Ja, also der hat einen harten Schädel. Warum mache ich das nicht sofort? Mensch. Ja, okay, wieder. Ne, fokussiert. Und los geht's. Aufwärmphase. Und ja. Wow. Wow, das geht ja richtig. Oh, hallo. Hallöchen. Ja. Rakete los. Hier muss man schnell sein. Ja, genau. Wow. Reflexe wie eine Katze. Schau dir das an. Ja, da staunst du was. So, Rakete. Finde ich ein Geschenk. Oh. Na gut. Mensch, der flutscht mir immer davon. So. Flutscht die Bub. Rakete los. Und. Ja. Ja, das ist kein Problem. Das sollte mal was Neues sein. Aber gut, dass das nicht macht. Ja. Ciao, ciao. Ja, grüß die Mami von mir. So. Und weiter. Dann wird die nächste Sicherung. Und zerdeppern wir das. Des Roboters. Mal sehen, ob SpongeBob es auch gesehen hat. Ja, natürlich habe ich das. So, und los geht's. Hui, ein Flug, ein Freiflug. Und zack, du auch, für ihn auch ein Freiflug. Aha, da war wieder der Schinkenroboter. Wir haben aber keinen Hunger. So. Vorsichtig. Warten. Gleich kommt. Jetzt. Nimm das. Na, wie schmeckt dir die eigene Medizin? Ja, dass der wieder auftaucht. Ne? Das macht er jedes Mal auf der Plattform hier. Oh. Hoppa. Na komm, du kriegst mich nicht. Nein. Yippie. Aber der macht das auch nicht schlecht. So. Das ist ein Hin und Her. So ein Ballwechsel, bis einer verkackt. So. Und das bin nicht ich. Super. So, da geht's weiter. Hoppa. Die nächste Sicherung. Rakete. Marsch. Das hat SpongeBob gut gemacht. Oh ja, das hat er wirklich super gemacht. So, nimm das, damit es besser hält. Nicht hält. Und das. Und jedes. Und ja. Alles zerstören. Zerstörungswahn. Und weiter geht's. Da ist ein Löchlein. Aha, ich wusste, dass der kommt. So, rein in das Löchlein. Das Gehirn. Muss Gehirn zerstören. Und da. Weiter geht's. Ciao. Nächste Platz. Los. Ah, jetzt weiß ich natürlich, wie er funktioniert. Rein ins Löchlein. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Jo. Weiter geht's. Ciao. Hui. Oh, doppelt. Komm schon. Nein. Oh, wow. Ah, fast geschafft. Ey, boah, das war gut. Aber nur fast. Au. Daneben. Halt die Füßchen schnell. So. Na, guck. Haha. So. Oh. Ach, Mist.
Au, er hat uns doch mal gekitzelt. Aber egal, wir haben so viele Unterhosen. Kann er behalten. So, jetzt, nimm das. Oh, nee. Okay. Fokussieren. Konzentration. So, jetzt. Super! Oh, ja. Rakete rein, komm schon. Jetzt. Todesschlag. K.O. Yeah. Das war's jetzt, oder? Ja. Hat er einen Störenfried im Kopf? Ja, raus aus dem Öhrchen. Bups, da fällt er runter. Ah. Ja. Oh. Oh. Wir haben die Ventile geöffnet. Ja. Ja. Nur heiße Luft. Mehr nicht. Du hast es geschafft, SpongeBob. Was geschafft? Was? Oh, toll. Die hat es immer noch nicht geschafft, rauszugehen. Das war's, ich werde nun Anwalt. Ihr habt mich noch nicht besiegt. Ich habe noch viele Roboter in mich hinbekommen. Ich suche sie hierher und dann werden wir sehen. Oh, oh, oh. Ich werde dich vernichten. Du willst mich zerstören. Ich zerstöre dich. Ich werde dich zweimal zerstören. Oh ja, ich zerstöre dich plus eins. Und ich zerstöre dich plus unendlich. Sei still, du blöder Roboter! Wen nennst du hier blöd? Ich war auf der Uni, du übergroße Kaffeemaschine! Oh ja, dir werde ich es zeigen! Komm her und... Nun, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Natürlich! Das nächste Mal mache ich es richtig! Autsch! Gewonnen! Wer will ein Eis haben? Ich will, ich will! Muss ich euch daran erinnern, dass es immer noch Roboter in Bikini Bottom gibt, die ein Chaos veranstalten? Sandy hat recht. Ich denke, sie hat einen Taucheranzug. Ich bin verflucht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin verflucht. Es gibt noch viel zu tun. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube würden auch nicht aufgeben. Wir können nicht eher ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Ja, meine lieben Gaming-Freunde und SpongeBob-Fans, es war schön mit euch. Wir sind am Ende angekommen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nur die Wurst hat zwei. Ja, aber SpongeBob ist keine Wurst, also hat es ein Ende. Also das Spiel. SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom hat ein Ende. Und das haben wir jetzt erreicht. Ach, es war ein wunderschönes Spiel. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Ja, deswegen Dankeschön nochmal für den Vorschlag. Ich hätte sonst auch diesen Klassiker nie gespielt. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und es ist ein echt präzises Spiel vom Hüpfen her. Also selten so ein gutes, präzises Spiel gespielt, muss ich schon sagen. Für so einen alten Schinken nicht schlecht. Und auch sich vom Spiel her auch hat Spaß gemacht, war toll. Ja, manchmal waren die Gegner nervig am Anfang, besonders am Anfang, wo ich noch nicht den Dreh raus hatte. Aber dann flutschte es noch wie über Butter. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Und falls ja, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Däumchen hoch. Und ja, jetzt kann ich sagen, nach dem Beenden vom Spiel, Daumen hoch, ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel, was auch immer es sein mag. Aber es wird ganz sicher wieder ein Klassiker. Wahrscheinlich sogar aus der PlayStation 2-Ära. Mal gucken, ich denke schon, ich habe ein paar interessante Titel im Kopf. Aber was SpongeBob angeht, ist nun Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal beim nächsten Spiel. Macht's gut und ciao.
Wow.
Ah!